Ja, wir haben mal ein wenig reingehört. Bei Dorf Mecklenburg, der Trainer prangert insbesondere das Offensivspiel an. An Annika Kaminski gerichtet, entweder ganz hoch oder ganz oben. Nicht halb hoch ist nie gut, wir wissen es. Ja. Und zum Zweiten, nehmt euch nicht die erste Halbchance, sondern spielt notfalls auch mal einen weit darüber. Das soll die Grundaussagen, der Tenor aus dieser Auszeit von Dorf Mecklenburg. Und dann wollen wir mal gucken, wie seine Mädels das umsetzen. Du fragtest mich gerade, ob man die Nummer 13, die Frau Kaminski, jetzt gleich mal ein bisschen dichter nehmen sollte auf enge Manndeckung oder so. Ich denke mal, es ist noch gar nicht nötig. So großartig viel von hinten hat sie noch nicht gemacht. Sie hat sehr gute Anspiele an den Kreis. Aber der eigene Torerfolg, naja, würde ich sagen, pari, 50%. Ich denke, da brauchen wir uns noch keine Gedanken machen. Ja, Johannesson, Sandra Johannesson, ihr vierter Treffer in diesem Spiel, verkürzt auf 14:11. Ja, man hat bei Grün-Weiß aber auch das Gefühl, ein verbreitetes Wurfbild, mehr Spielerinnen, die das Tor treffen. Bei Mecklenburger SV waren es zweimal ein Treffer und Kaminski und Johannesson. Und jetzt haben wir ein Novum in der Ostsee-Spreeliga. Der Ball von Kinscher geht am Tor vorbei. Ja, geht noch nicht mal aufs Tor. Vielleicht leicht verunsichert, dass sie so viel Platz hatte. Hat sich wahrscheinlich erschrocken. Ich denke mal, sie wird es beim nächsten Mal auch wieder besser machen. Ja, jetzt aber die Möglichkeit für Dorf Mecklenburg. Jetzt wollen wir mal gucken, ob sie die Halbchancen weglassen und doch noch einmal rüberspielen. Oh, das war genau das, angedeutete Wurf und dann der Pass an den Kreis auf Katrin Feld. Draußen Tini Schröder nicht den Wurf zu nehmen. Jetzt der Kreisanspiel auf Künzel und der 7 Meter. Kerstin Felkel. Jetzt beim dritten 7 Meter. Den ersten hat sie sicher verwandelt, den zweiten auch. Ihr fünfter Treffer in diesem Spiel. Der zweite per 7 Meter, 15:12. Ja, haben wir gerade gesehen, dass der Laufweg von Kaminski früh abgefangen wurde von Künzel. Nimmt ihr den Schwung und damit auch die Aktion? Das hat sie gut verteidigt. Und da ist sie wieder und wieder der Wurf an den Pfosten. Und jetzt hat Kinscher die Möglichkeit, es besser zu machen. Tor! Treffer Nummer 4. 16:12. Und der Ball ist weg. Und Schwerin sofort mit dem schnellen Spiel. Aber schlechter Pass. Kinscher nimmt ihn auf. Und der Fehlpass. Und jetzt geht der Zug in die andere Richtung. Und auch die Pass, das sah nicht besonders gut aus. Und jetzt macht sie jetzt eigentlich das eigentlich Richtige. Tempo aus dem Spiel nehmen, neu aufbauen. Thank you.
Trittfehler. Hat er gut gesehen. Weil wenn wir beide das sehen, dann sollte der Schiedsrichter auch den Blick dafür haben. Na, jetzt hätte ich aber definitiv auf Freiwurf entschieden. Somit aber natürlich gleich der Gegenstoß. Ja, Sandra Johannesson mit ihrem 5. Treffer zum 16:13. Eine kurze Absprache da zwischen Claude und Felkel. Ich würde sagen, da wurde gerade was angesagt. Ja, spielerisch läuft jetzt auch noch nicht allzu viel zusammen. Viele Abläufe sind zu sehen, sind auch, aber sag mal, die Entscheidung, so wie jetzt eben, wäre die falsche. Ja, wieder Sandra Johannesson. Jetzt hat sie so viel Treffer wie die Nummer, die auf ihrem Trikot steht, nämlich 6. Nach knapp 26 Minuten, aber noch für Grünwald sprechen mit 16:14. Der Hallensprecher holt jetzt ein bisschen das Publikum mit. Soll mal ein bisschen Alarm machen, die Mädels da vorne peitschen, die brauchen es jetzt. Und auch den Ball kriegt Jutta Wenk nicht. Aber Glück für Schwerin, dass der Grund nicht genutzt wird auf Mecklenburger Seite. Und jetzt hat Jule Kluth mal den Ball. Kann ihn endlich unterbringen im Tor, ihr erster Treffer. 17:14, das war sehr wichtig. Ja, ich glaube, sie wird jetzt auch gemerkt haben, dass dieser Aufwand für dieses Tor deutlich geringer war als die 3 Wurfversuche im Voraus. Das sollte ihr jetzt ein bisschen Aufschub geben. Und dann wünschen wir ihr für Glück, dass noch einige mehrere Tore dazukommen. Das war ein schönes Kreisanspiel von Steffi Bünke. 17:15. Zu 15 für Grünwald-Schwerin hier. Und es scheint das spannende Derby zu werden, was wir uns hier erwartet haben. Schwerin hat es verpasst, in ihrer starken Phase mehr aus ihren Möglichkeiten zu machen, sich hier genug abzusetzen. Und so bleibt es spannend. Und Jutta Wenk scheidet erneut. Antje Frank hat den Ball und die Möglichkeit zum Anschlusstreffer für den Mecklenburger SV. Und wieder das Tor von der Sandra Johannesson. 7 Treffer inzwischen, Kerstin Felkel. War eine Hand dran, habe ich das richtig gesehen? Also ich hätte jetzt auch definitiv eine Hand dran gesehen, zumindest ein Freiwurf. Aber gut, der Schiedsrichter ist jetzt noch etwas objektiver, steht direkt zum Körper, zur Sprungrichtung der Spielerin. Daher wahrscheinlich auch die, was ist jetzt? Ah, kleine Nicklichkeit. Wird kurz geklärt vom Schiedsrichter. Besser natürlich auch als vorher gleich eine Strafe zu zeigen. Ist gar nicht notwendig. Man beruhigt beide Spielerinnen, sagt ihm, beim nächsten Mal geht ihr beide raus. Ist, glaube ich, manchmal die bessere Lösung. Jetzt Annika Kaminski und sie scheitert erneut an Anne Pöschel. Und jetzt haben wir noch 45 Sekunden auf der Uhr. Ein Vor für Grünwald-Schwerin. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier mit 2 Treffern in die Pause zu gehen, wenn man es gut ausspielt. Jule Kluth. Geht sie gar nicht richtig hoch? Ich erkenne Schwerin heute gar nicht wieder. Das ist alles so statisch. So ein bisschen Angsthasenhandball. Und wieder die falsche Entscheidung. Auf der anderen Seite sind 2 Spielerinnen mitgelaufen. Und man entscheidet sich wieder für die falsche Richtung. Oh, jo, jo. Und jetzt der Ausgleich. 7
Yoda Beng bleibt da liegen, deswegen auch ein kurzer Schockmoment und das sieht nach Knieaua aus. Aber scheinbar geht's. Scheinbar geht's. Aber der Ausgleich, 17:17 für den Mecklenburger SV. Da haben wir einen kurzen Schreck bekommen, das sah nicht gut aus. Ja, ist richtig, aber Gott sei Dank geht's weiter. Aber wie gesagt, Schwerin, weiß ich nicht, da fehlt mir einiges. Also ich erkenne die Schweriner Jungs, Mädels nicht wieder. So habe ich sie diese Saison noch gar nicht gesehen. Das macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Jetzt gibt's nochmal den Freiwurf für Schwerin in der letzten Sekunde. Der direkte Freiwurf und wer tritt da hin? Benny Künzel? Ja. Gegen diese Wand natürlich schwierig. Ja, aber wenn so ein Ding reingeht, bist du natürlich der Größte. Also gibt immer Möglichkeiten, auch so ein Ding wirklich einzunetzen. Ist natürlich die Frage, wie die Abwehr und der Torwart positioniert sind, aber eben so wie gesehen keine Chance. Ja, und damit 17:17 zur Halbzeit. 12 Stunden Grünwald Schwerin und den Mecklenburger SV. Wir warten eine spannende zweite Hälfte. Ja, Kai ist auch wieder da. Schwerin war sehr früh aus der Kabine heraus. Und ja, denk mal, da hatten die Trainer nicht viel zu sagen, als besinnt euch auf eure Fähigkeiten, auf eure Möglichkeiten. Und ich denke mal, wir werden die passenden Worte gefunden haben, damit das jetzt etwas entspannter wird für uns als Kommentatoren und natürlich auch für die Zuschauer, die hier in die Halle gekommen sind. Bleibt abzuwarten, ob die Mädels das jetzt umsetzen können. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Ich habe mich ein bisschen unterhalten hier außen mit den Handball-Experten hier am Rand. Sie sagen, was Schwerin nur ein bisschen gefehlt hat, ist zum einen ein bisschen Tempo. Und zum zweiten die Sicherheit im Angriff. Die Halblinke, so hieß es, sehr gut aufgehoben bei Johannesson. Und da hat Schwerin jetzt auch reagiert. Jetzt Felkel auf Halblinks. Und Antje Thormann am Kreis. Und Jule Knut dafür raus und Wendy Künzel mit dem Schuss. Gerade Antje Thormann am Kreis stellt eben wunderbar die Sperre rein. Wenn die Künzel sieht das, bringt ihren Schlagwurf durch. An der Sperre vorbei, wunderbar. Ich denke mal, das ist jetzt wieder das, was ausmachen kann. Dass Antje Thormann sehr, sehr solide da unten steht und auch im richtigen Moment die Sperre am Mann anstellt. Und dementsprechend eine Situation, hoppala, eine Situation für die Aufbauspielerin entsteht. Ja, man muss schon sagen, auch im Dorf Mecklenburg leistet da gute Arbeit im Kreis. Da hat Schwerin schwer zu tun. Aber Antje Thormann, da hat er auch ihre Hand dran. Leitet den Konter ein. Tini Schröder und Tor. Ihr vierter Treffer und genau das Spiel von Grünwald Schwerin. Ja, so sollte es auch weitergehen, weil das, was wir in der Anfangsphase der ersten Halbzeit hatten, schnelle erste, zweite Welle und schnelle, einfache Tore. Dadurch konnte man sich mit 3-4 Toren ab und zu absetzen. Naja, fehlte, wie gesagt, die Spielfreude ein bisschen, der Spielfluss vorne im Angriff, im Positionsspiel. Ich hoffe mal, die Mädels machen das jetzt besser.